Tag 7 Video Challenge und ein weiteres mega Aha, das ich in meinem ersten Foundation hatte oder in einem der ersten, ich weiß gar nicht, ob es der erste war, aber ne, so dieses Gedanken, Gefühl, Emotionen versus Wahrnehmen, Wissen, Sein und Empfangen. So, wie oft hat man dir schon gesagt, denk nach, bevor du sprichst? Oder fühl, du musst fühlen. Fühl nicht so, wow, was wollen die von mir? Und ich kann euch eins sagen, ne? Ich habe meinen Körper so abgestellt. Und ich glaube, ich habe es in einem der anderen Videos schon erwähnt. Und da war aber trotzdem so dieses mit Gefühlen, habe ich mich immer irgendwie schwer getan. Ne? Und dieses Stück an Information zu wissen, ne? Gedanken, Gefühle, Emotionen sind die niederen Harmonien. Und die höher schwingenden sind Wahrnehmen, Wissen, Sein und Empfangen. Und zu erkennen, wow, wenn ich viel Gedanken mache und viel Gefühl, da ging es mir oft nicht besser. Mir ging es, ne, es ist schwerer geworden, es ist solider geworden, es ist immer mehr. Und das hatte ich früher schon, noch weit bevor ich irgendwelche Tools hatte. Ne? Wenn ich schlechte Laune hatte, mich hinsetzen und meditieren, war Katastrophe. Weil dann sind all diese Stimmen, die ich wahrgenommen habe von überall her, einfach noch lauter geworden. So für mich war es immer schon hilfreicher, okay, geh nach draußen, begib dich unter Leute, ne, weil für andere war ich immer bereit, gut gelaunt zu sein. Und zack, die Bohne, war ich für mich selber gut gelaunt. Und auch da zu wissen, wie oft hast du immer schon das gemacht, was für dich wahr ist und was funktioniert. Und für mich war eben, ne, dieses Meditieren hat nie wirklich gut funktioniert früher. Jetzt ist es anders, aber ne, in dieser Phase am Anfang, da habe ich gemerkt, ne, da werden alle Gedanken und Gefühle, das wird sehr viel lauter und alles ist so schwer geworden. Ich dachte mir so, da ging es mir schlechter als ohne. So. Und merkst, aber da hat das Stück an Information gefehlt von, ich habe Wahrnehmung. Oh, ich nehme wahr. Und ich kann euch sagen, nach 10 Jahren mit den Tools von Access Consciousness beginne ich anzuerkennen, wie viel mehr wir wahrnehmen. Nicht nur ich, sondern jeder. So, wie oft nimmst du wahr, was jemand über dich denkt? Was denn deine Welt liegt, wer du bist. Wenn du das nicht hinterfragst, denkst du, du denkst es über dich und setzt es als deins um. Während es nicht deins ist, ne, da gibt es ein weiteres Tool, das du auch im Foundation lernst, who does this belong to? Also, wenn du so ein riesen Gedankenkarussell hast und merkst, so diese Gefühle nehmen überhand, ich kann euch nur einladen zu fragen, was nehme ich wahr? Was nehme ich hier wahr? Mach's nicht automatisch zu deinem. Nur weil es sau intensiv ist, heißt es nicht, dass es deins ist. Es kann sein, dass du was wahrnimmst. So, schau, kommen die Freunde hier. Hallo. Die möchten beitragen. Love it. Alright, ich beschäftige mich mit den Hottehüs hier und wünsche euch einen schönen Tag. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Und wenn ihr bei einem der nächsten Foundations mit mir dabei sein möchtet, freue ich mich. Mega. So was kann ich dir beitragen. Ciao, ciao.